Du hast oben dieses ganz große Kreuz, das ist quasi die Null. Warte, ich schick dir mal das. Ich spawn da bei der Hub rein und jag weiter. Da bei der Hub könnten wir eine TOW blazen. Wir haben noch 3 Minuten bis. Ja, kannst du aber nichts mehr machen. Der nächste BTR kommt in 3 Minuten. Warte, ich geb dir. Warum ist das 50k so stark? Heilige Scheiße. Ja, das ist ultra stark. Ansonsten ist gerade ein. Na ja, nee, warte, wir haben doch schon MBTs kurz, oder? Ja, 1. Ja. Ah. Also BTR ist in 2 Minuten da. Ich spawn meine Main rein, ne? Warte, Nubi, schick dir mal das Visier von der RPG. Hab da so einen Reddit-Post mal gefunden gehabt. Kannst du mir den auch nochmal schicken, Reddit-Post? Ich tu den in die Spam-Ecke einfach. Ja, das wäre nice. Beides. Nubi hat nicht die Tandem. Ne, der Nubi muss links gucken und anderen ist Tandem interessant und die Heat. Ja. Mach das. Aber es gibt doch keinen BMP2-Squad, ne? Nee, warum? Ja, wir könnten unser Squad schließen gleich, aber da müssten alle anderen tot sein. Damit die direkt ihre Klassen wiederbekommen, weißt du? Wir können uns auch ganz frech einfach in BMP reinsetzen. Naja, dann heult mich wieder alles jeder am Ohr voll. Okay. Wir fahren BTR. Oder? Wenn sich kein anderer findet. Wo ist denn? Ja, vor mir. Lass dich. Geht mal drauf, ihr habt noch 5 Minuten, um drauf zu gehen. Dann wechseln wir gerade den Squad-Namen. Ich bin gerade verrückt. Was ich an den Aufnahmen aus der Ukraine und so sehe, die aktuell das Internet überschwemmen, ist einfach, was für einen guten Job die Squad-Devs machen mit ihrem Modeling. Also so die Interiors vom Tigre und so?
Gib mal auf. Okay, ich schließe das Squad jetzt, dann mache ich ein neues auf.